So, moin moin und willkommen zurück. Lange ist es her. Corona kam dazwischen. Und ja, was soll man machen? Bei Corona kann man nichts machen, da ist man halt out of order. Und sowas auch bei mir. Also, weiter geht's. So, wir finden uns immer noch hier auf Ilos. Und müssen da ja sozusagen die den Saren aufhalten. Ich sollte überlegen, ob ich in die richtige Richtung laufe jetzt gerade hier, oder was hier verkehrt ist. Ich glaube, wir waren da schon bei dem Ding. Guck mal. Ich glaube, hier sind wir gekommen. Das ist die falsche Richtung. Wo müssen wir denn jetzt hin? Da hinten? Ich glaube, da hinten müssen wir hin. Schwere Dechiffrierung. Manuell überbrücken. Kampfläufer gehackt. Haben wir noch mehr von denen? Aber wo muss ich denn jetzt hin? Muss kurz ins Tagebuch gucken. Sie haben herausgefunden, jetzt haben wir. Ilos die Röhre finden da. Saren und seine Truppen haben sich in einen unterirdischen Bunker auf Elis zurückgezogen und die Türen sich hinter sich versiegelt. Wir müssen sicher sind, wir haben wir in die Archive eindringen. Aber in die Archive, wie kommen wir denn da rein? Ja, müssen wir vielleicht auch den Fahrstuhl da hinten nehmen. Gucken wir mal. Hoffen wir, dass es klappt. Ich bin ein bisschen gespannt. So. Hab mein ganzes System neu aufgesetzt. Läuft jetzt alles über Mac iOS. Wollte gerade sagen, das Mac OS System. Hier waren wir schon, hier haben wir gekämpft. Aber irgendwo müssen wir auf jeden Fall noch hin. Muss doch, aber da hinten ist auch noch einer. Was muss eigentlich der Weg da unten? Muss das eigentlich sein? Das andere weiß ich gerade nämlich sonst nicht. Weil hier hinten haben wir ja schon alles abgegrast. Stimmt, die haben wir alle schon gekillt. Das glaube ich nicht. Wir sind da wieder zurück. Nicht zurück. Irgendwas stimmt hier nicht und nicht nur wegen der Geht. Jetzt waren wir unten und haben alles geregelt. Jetzt müssen wir hier vielleicht irgendwie weiter. Ich weiß es nicht. Ich würde nichts anfassen. Crazy, wenn man nicht weiß, wohin muss. Wir unten längs gehen. So ist da noch ein Gegner. Einfach einen, den wir vielleicht übersehen haben. Oder auch nicht. Da geht's, glaube ich, längst. Oder vielleicht zwei Gegner übersehen?
Lass mal über die Brücken. Okay. Da sind sie alle, okay. Wo ist er? Wo ist er hin? Okay, wir sind auf dem richtigen Weg, würde ich behaupten. Können wir hier noch was finden für uns? Ah. Alles mitnehmen. Perfekt. So, also es geht hier auf jeden Fall unten weiter. So viel haben wir schon mal festgestellt. Bin ich erwischt? Nein, ich glaube nicht. Dann gehen wir weiter. Also hier geht es auf jeden Fall nicht längs. Müssen wir wohl auch da hoch. Oh, wo noch mal rein. So, mal heilen. Ah, wir können ja auch mal wieder was aufnehmen, aber ist vielleicht nicht so schlecht, wenn wir ein bisschen heilen uns. Gut, haben wir auch alles weggeräumt, aber hier ist nichts. Und ich kann auch nicht mehr runterfahren. Das ist ja blöd. Das, unten, das heißt, unten haben wir sozusagen ja alles gelöst. Es kann also nur noch hier oben was sein. Ja, keine Angst, ich kürze das Video ein bisschen, wenn wir jetzt hier durch, dumm durch die Gegend laufen die ganze Zeit nur. Aber es muss ja irgendwo irgendwas geben hier. Ich hatte erwartet, dass Saren uns eine Falle stellt oder in einen Hinterhalt lockt. Sie müssen zu sehr in Eile dafür gewesen sein. Oder die böse Überraschung kommt noch. Kann er sich mal gerade hinstellen? Alter, ich dachte, ich komme hier gar nicht mehr gerade hin. So, gucken wir mal, ob er uns findet hier irgendwo der Saren. Was er von uns will. Sind wir nicht von hier gekommen? Was sind das für Dinge an der Wand? Ich glaube nicht. Irgendwelche Behältnisse? Sie sehen aus wie Stasis-Kapseln. Getroffen worden, aber es ist so schlimm. Das ist nicht so wild. Oh. Hab ich gar nicht gesehen. Stehen die auf einmal da. Natürlich wegflanken, die guten. Huch.
Was passiert hier? Eine Falle. Saren hat einen Hinterhalt vorbereitet. Ich glaube nicht, dass Saren dahinter steckt. Okay, aber wir können hier aussteigen. Denn dann müssen wir wahrscheinlich hier lang laufen. Gucken, wer uns diese Falle hier gestellt hat. Komm mal rein, wir fahren mit dem Fahrstuhl. Was werden wir Ihrer Meinung nach da unten finden? Gar nichts. Es muss nützlich sein, wenn es speziell für uns bestimmt ist. Ich vertraue nicht darauf, dass irgendjemand auf unserer Seite steht. Nicht mehr. Na gut. Das ist wieder so ein Ding. Okay. Sie sind keine Proteaner, aber auch keine Maschinen. Diese Möglichkeit ist eine der vielen eingerechneten Wahrscheinlichkeiten. Deswegen haben wir unsere Warnung über die Sender übermittelt. Scheint ein Programm der Kategorie VI zu sein. Allerdings stark beschädigt. Sie scheinen keine Kennzeichen der Indoktrinierung zu tragen. Nicht wie die anderen, die kürzlich hier waren. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Moment mal, wieso kann ich das alles verstehen? Warum sprechen Sie nicht in der proteanischen Sprache? Ich habe Ihre Kommunikation überwacht, seit Sie hier in der Station sind. Und ich habe meine Ausgabe so modifiziert, dass Sie sie verstehen können. Ich heiße Vigil. Sie sind hier in Sicherheit. Im Augenblick. Aber das wird sich sicher ändern. Schon bald gibt es keinen sicheren Ort mehr. Wie bitte? Warum haben Sie mich hierher gebracht? Sie müssen einen Zyklus durchbrechen, der seit mehr als 1 Million Jahre Bestand hat. Aber dazu müssen Sie verstehen. Sonst werden Sie die gleichen Fehler machen wie wir. Die Zitadelle ist das Herz Ihrer Zivilisation und der Sitz der Regierung. So war es bei uns auch. Und bei allen Zivilisationen, die vor uns da waren. Aber die Zitadelle ist eine Falle. Die Station ist im Grunde ein riesiges Massenportal. Sie ist das Tor zum Orkusnebel. Zur unendlichen Leere hinter dem Horizont der Galaxie. Wenn das Zitadelle-Portal aktiviert wird, werden die Reaper auftauchen. Und sie werden alle vernichten. Saren wird aktiviert. Wenn Saren das Portal aktiviert, können die Reaper den Rat und die Zitadellflotte mit einem Streich auslöschen. Das war unser Schicksal. Unsere Anführer waren tot, bevor wir überhaupt merkten, dass wir angegriffen wurden. Die Reaper übernahmen die Kontrolle über die Zitadelle und damit die Massenportale. Die Kommunikations- und Transportmöglichkeiten unseres Reiches brachen zusammen. Jedes Sternensystem war isoliert und auf sich allein gestellt. Und damit eine einfache Beute für die Reaper. In den folgenden Dekaden löschten die Reaper systematisch unsere Leute aus. Welt um Welt, System um System wurden von ihnen systematisch vernichtet. Alle? Aber es muss doch Überlebende gegeben haben. Über die Zitadelle hatten die Reaper Zugriff auf alle unsere Daten, Karten und Populationserhebungen. Information ist Macht. Und sie wussten alles über uns. Ihre Flotten patrouillierten durch alle bewohnten Regionen der Galaxie. Einige Welten wurden komplett zerstört. Andere wurden erobert und die Bevölkerung versklavt. Die indoktrinierten Diener wurden zu sogenannten Schläferagenten unter der Kontrolle der Reaper. Andere Proteaner nahmen diese Agenten als Flüchtlinge auf und wurden von ihnen an die Maschinen verraten. Innerhalb weniger Jahrhunderte hatten die Reaper alle Proteaner in der Galaxie getötet oder versklavt. Sie waren skrupellos, brutal und absolut gründlich. Kann man sie nicht aufhalten? Sie sagten, dass ich aus einem bestimmten Grund hier bin. Sagen Sie mir, was ich tun muss. Die Röhre ist der Schlüssel. Vor dem Angriff der Reaper waren wir Proteaner kurz davor, das Geheimnis der Massenportaltechnologie aufzudecken. Eilos war eine Hochsicherheitseinrichtung. Hier haben die Forscher an der Entwicklung einer kleinen Version eines Massenportals gearbeitet. Es sollte eine direkte Verbindung mit der Zitadelle haben, dem Knotenpunkt des Portalnetzwerkes. Die Röhre ist keine Waffe, sondern der Hintereingang zur Zitadelle. Warum ist sie nicht entdeckt worden? Wie haben Sie es geschafft, nicht entdeckt zu werden? Alle offiziellen Aufzeichnungen des Projekts wurden bei der ersten Angriffswelle auf die Zitadelle vernichtet. Während das Proteanische Reich fiel, blieb Eilos verschont. Wir haben alle Kommunikationswege zur Außenwelt gekappt und die Einrichtung damit verborgen. Die Forscher flüchteten in den Untergrund, in diese Archive.
Um Ressourcen zu sparen, wurden alle in eine kryogenetische Stasis versetzt. Ich wurde darauf programmiert, die Einrichtung zu überwachen und die Besatzung zu wecken, wenn die Gefahr vorüber ist. Aber der Genozid an der gesamten Spezies war ein langer Prozess. Die Jahre vergingen. Jahrzehnte. Jahrhunderte. Die Reaper blieben. Und meine Energiereserven gingen zur Neige. Was haben Sie getan? Wie haben Sie überlebt? Ich habe die Überlebenssysteme der weniger wichtigen Besatzungsmitglieder unterbrochen. Erst Assistenzkräfte, dann Sicherheitsleute. Eine Kapsel nach der anderen wurde abgeschaltet, um Energie zu sparen. Ach, scheiße. Am Ende waren nur noch die Stasis-Kapseln der Top-Wissenschaftler aktiv. Und selbst diese drohten auszufallen, als sich die Reaper endlich durch das Citadel-Portal zurückzogen. Da draußen waren hunderte Stasis-Kapseln. Sie haben sie einfach ausgeschaltet? Sie haben sie einfach getötet? Das war notwendig. Sie konnten nicht alle retten. Einige mussten sterben, damit andere leben konnten. Diese Situation war einkalkuliert worden. Meine Aktionen waren die Folge meiner implementierten Eventualprogrammierung. Ich wette, die weniger wichtigen Besatzungsmitglieder wussten nichts davon. Ich habe die wichtigsten Personen gerettet. Als die Reaper sich zurückzogen, waren die führenden Forscher noch am Leben. Nur durch meine Aktionen gibt es noch Hoffnung. Als die Forscher erwachten, realisierten sie, dass die Proteaner dem Untergang geweiht waren. Es gab nur noch ein Dutzend Überlebende. Viel zu wenig, um den Fortbestand des Volkes zu sichern. Dennoch wollten sie einen Weg finden, um die Reaper an der Rückkehr zu hindern. Einen Weg, den Zyklus für immer zu unterbrechen. Und sie wussten, dass die Keeper der Schlüssel sind. Was ist mit der Röhre? Ich verstehe die Zusammenhänge immer noch nicht. Warum versucht Saren, die Röhre zu finden? Über die Röhre hat er Zugriff auf die Zitadell und die Keeper. Die Keeper werden durch die Zitadell kontrolliert. Vor jeder Invasion wird ein Signal durch die Station gesendet, das sie veranlasst, das Zitadell-Portal zu aktivieren. Nach Jahrzehnten intensiver Arbeit fanden die Forscher heraus, wie man dieses Signal ändern kann. Mit Hilfe der Röhre erhielten sie Zugriff auf die Zitadell und nahmen die Änderungen vor. Als dieses Mal die Sovereign das Signal zur Zitadell gesendet hatte, reagierten die Keeper nicht. Die Reaper sind im Orkusnebel gefangen. Saren kann offensichtlich die Röhre einsetzen, um alle externen Verteidigungssysteme der Zitadell zu umgehen. Das ist richtig. Und wenn er erst einmal drinnen ist, kann er die Kontrolle der Sovereign überlassen. Die Sovereign wird die Systeme der Zitadell überschreiben und das Portal manuell öffnen. Damit wird der Vernichtungszyklus erneut eröffnet. Ich brauche Hilfe! Gibt es einen Weg, sie aufzuhalten? In meiner Konsole befindet sich eine Datei. Nehmen Sie eine Kopie davon mit. Wenn Sie die Hauptsteuerungseinheit der Zitadell erreichen, laden Sie diese Daten hoch. Damit können Sie die Sicherheitsprotokolle der Zitadell überschreiben und vorübergehend die Kontrolle über die Station übernehmen. Vielleicht haben Sie so eine Chance gegen die Sovereign. Moment. Wo befindet sich die Hauptsteuerungseinheit der Zitadell? Davon habe ich noch nie gehört. Die Röhre wird den Weg weisen. Folgen Sie Saren. Er wird Sie an den richtigen Ort bringen. Wir müssen los. Saren hat einen Vorsprung. Die Datei sichern und dann los. Derjenige, den Sie Saren nennen, hat die Röhre noch nicht erreicht. Noch nicht. Es gibt noch Hoffnung, wenn Sie sich beeilen. Okay. Ja, dann müssen wir schnell zurück hier. Gut zu wissen. Okay, also müssen wir wieder zur Zitadell zurück, dort ein Hack machen und uns reinloggen ins System, um damit die Kontrolle der Zitadell zu übernehmen. So viele Rassen sehen zu den Proteanern auf und sehen in ihnen den Gipfel der Zivilisation. Aber sie wurden ebenso von den Reapern reingelegt wie wir. Sie sind gescheitert. Wir können es rechtzeitig schaffen. Ihr Plan scheitert nur, wenn wir es tun. Und ich bin zu weit gekommen, um Saren siegen zu sehen. Ach, guck mal, jetzt aufgemacht für uns jetzt. Das ist ja gut. Fahren wir in die Richtung weiter. Der richtige Weg? Ich glaube schon. Sieht genauso aus wie der andere Weg, oder?
Überleg mal, wie viele Wissenschaftler hier geschlafen haben, beziehungsweise wie viele von den Besatzungsmitgliedern. Die sind jetzt alle gestorben. Das ist schon ein bisschen uncool, oder? Sehr uncool eigentlich. So, wir müssen zurück zum Schiff, so schnell es geht. Also, wie gesagt, es ist nicht so leicht zu steuern, das Ding ab und zu. Einmal kurz nach links geneigt und das Ding macht erstmal einen Schlenker. Ich glaube, von hier sind wir gekommen, kann das sein? Warum kann man überhaupt zurückfahren? Wie dumm ist denn das? Okay, das ist der falsche Weg gewesen. Nun gut, wissen wir. Das Gute ist ja für euch, ihr wisst es auch. Und wir können direkt beim nächsten Mal hier weitermachen. Ich werde mich jetzt einfach mal zu... Oh. Jetzt aber. Ich werde jetzt einfach den Weg zurückfahren und bedanke mich schon mal bei euch. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.